Bedanken und auch im Namen der gesamten Jungalternative, dass wir hier sprechen können. Das ist nicht überall üblich, das ist in Brandenburg aber schon seit längerer Zeit Tradition. Dafür unser herzliches Dankeschön. Und die Präsenz, welche die JA mittlerweile bei uns auch im Landesverband hat, sei es auf Veranstaltungen, sei es auf Stammtischen, sei es im Wahlkampf, verdeutlicht einfach, dass wir als junge Alternative hier in Brandenburg diesen Landesverband wirklich nicht nur unterstützen, sondern dass wir dazugehören. Und das schätzen wir sehr und dafür sind wir äußerst dankbar. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, dass das, was hier heute aufgebaut wurde, das, was auf vielen Veranstaltungen mittlerweile irgendwo gezeigt wird, was wir schaffen oder im Wahlkampf, nicht zuletzt auch die Handschrift unserer Jugendorganisation trägt. Und Andreas hat es anfangs schon erwähnt, wir waren gestern seit 12 Uhr hier. Wir sind mit ca. 20 jungen Leuten hier gewesen, zusätzlich zu den AfDlern, haben hier aufgebaut, haben das hier oben gehangen, haben die Tische gestellt etc. Dafür nochmal meinen herzlichen Dank an alle Helfer. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema des Tages, denn streng betrachtet haben wir hier im beschaulichen Brandenburg an der Havel, aus der Perspektive jetzt eines Geschichtslehrers natürlich, einen historischen Moment, den wir hier gerade zusammen erleben, denn wir wählen heute die Delegierten diejenigen Männer und Frauen, die in Magdeburg unseren Landesverband vertreten sollen und eine Liste von EU-Abgeordneten wählen sollen, die uns dann schließlich in Brüssel fachgerecht und konstruktiv vertreten. Und Brüssel, man hört es immer wieder, ist für viele Leute eher so eine Art Märchenschloss. Es ist weit weg, es ist entfernt und man denkt, wenn man an das Europäische Parlament denkt, doch wohl eher an ein Schloss hinter den sieben Hügeln, irgendwo weit weg. Und ja, Brüssel scheint für das deutsche Ohr wirklich uninteressant, weit entfernt und weltfremd zu klingen. Aber das Schicksal deutscher Politik in den letzten Jahrzehnten ist es eben auch gewesen, sich davon leiten zu lassen. Ich sage einfach mal ein paar Namen. Oettinger, ruf doch mal Martin Schulz, Lambsdorff oder Edmund Stoiber sind nur einige Belege für die Politstümper und Nieten, die wir in den letzten Jahrzehnten nach Brüssel geschafft haben. Während in den EU-Stuben weitgehend Englisch oder Französisch gesprochen wird, während der Großteil der Beamtenstellen in Brüssel von Belgiern oder Franzosen oder Italienern besetzt wird, beschweren wir uns hier in unseren Städten über erhöhte Stickstoffdioxidmesswerte, über Milliardenzahlungen an Pleitestaaten oder die Schwächung des Verbraucherschutzes. Das große Problem, das der deutschen Politik der letzten Jahrzehnte innewohnte, war, dass wir eben nicht die besten Politiker, die wir haben, nach Brüssel geschickt haben. Wir haben entweder alte, ausgemusterte Kader oder senile Pensionäre nach Brüssel geschickt und das rächt sich eben. Und wie kann es anders sein, wenn man solche Leute in diesen Hort nach Brüssel schickt, völlig überwältigt von dieser Parallelwelt und zutiefst inkompetent, haben diese Politdarsteller nie die Interessen unseres Volkes vertreten. Sie leben dort ausschließlich in einer Blase der Rundumversorgtheit und benehmen sich wie Halbgötter. Denn sie wissen natürlich, fernab jedweder Realität und weit weg vom Geschehen in ihrem Olymp, umgeben von einem Herrscher aus Dolmetschern und Bürokraten, dass sie natürlich nur das Beste für uns wollen und wir selbst das natürlich nicht. Und ich möchte dir einfach einmal von einer meiner tiefgreifendsten Erfahrungen berichten, die ich in Brüssel erlebt habe. Während meines Studiums war ich einige Zeit dort unten und da haben wir unter anderem eine Führung im Europäischen Rat bekommen. Und das muss man sich vorstellen, man läuft da mit einem EU-Beamten rum, der zeigt einem alles, erzählt einem eineinhalb Stunden lang, wie toll die EU ist, was man alles davon hat und warum wir die großartigsten Europäer sein müssten, die man sich eigentlich nur vorstellt. Schlussendlich setzt man sich dann in einen dieser Besprechungsräume und dann wird einem das erzählt und irgendwann fehlt dann dieser Satz, das Schöne an der EU ist, dass sie ja selbst keine Schulden macht. Und ja, habe ich kurz geschluckt, habe mich gemeldet und meinte, ja gut, aber wenn sie halt mehr Geld brauchen, dann wird der Haushaltsetat erhöht, dann geht das über den Europäischen Rat und dann bezahlen das die Mitgliedstaaten. Und dreimal können Sie raten, was die Antwort war. Ja, aber die Schulden machen wir ja nicht. So, und ich glaube, das zeigt in aller Deutlichkeit, in welcher Welt die Menschen dort leben. Sie leben fernab jedweder Realität. Und es ist unsere Aufgabe als AfD, den Leuten diese Realität wieder zu zeigen und zu verdeutlichen, dass es so nicht weitergeht. Und dafür treten wir an. Um vielleicht noch mal ein paar Dinge zu nennen. Einfach nur mal am Rand. Flüchtlingskrise, Souveränitätsentzug, Eurokrise, Rettungsschirm, Dieselkrise, Zentralismus, EU-Armee und nicht zuletzt die Schassung unseres Verbündeten im Osten Russland und die Schassung unseres Verbündeten im Westen der USA, weil man Trump nicht mag.
Ich glaube, meine Damen und Herren, liebe Freunde, es ist unsere Aufgabe, hier den Schalter umzulegen und mit starken Persönlichkeiten mindestens eine Wende um 180 Grad hier herbeizuführen. Denn wir brauchen keine Bevormundung aus Brüssel, wir brauchen keine Transferunion, wir brauchen keine erzwungene Flüchtlingsumverteilung und wir brauchen schon gar keinen europäischen Superstaat, liebe Freunde. Wir brauchen ein starkes Deutschland, das seine Interessen innerhalb Europas zum Wohle des eigenen Volkes vertritt. Wir brauchen ein starkes Deutschland in einem Europa der Vaterländer, in welchem die wirkliche Vielfalt der Kulturen, der Nation und der Geschichte, die wir über Jahrtausende zusammen haben durchleben können, wirklich gelebt wird. Denn sind wir mal ehrlich, wer möchte morgens aufwachen in einem Europa, das keine Staaten und keine Grenzen mehr kennt? In welchen politischen Eigenarten der letzten Jahrhunderte, die sich originär in diesen verschiedensten Staaten entwickelt haben, durch einen aggressiven Zentralismus zerstört werden? Und in welchen ein Jean-Claude Juncker zusammen mit seinen Gesinnungsgenossen nach dem zweiten Sektfrühstück entscheidet, was wir in den nächsten Jahren zu erdulden haben? Das kann niemand wollen und deshalb lasst uns dafür Sorge tragen, dass dieses Horrorszenario sich nicht in der Wirklichkeit umsetzt. Und es ist unsere Pflicht, zusammen mit Patrioten anderer Länder diesen Sumpf aus Demokratiesaboteuren, Denkverbotsmasochisten und Kassenplündern trocken zu legen. Lasst uns damit heute beginnen in Vorbereitung auf Magdeburg und lasst uns einen erfolgreichen, konstruktiven Parteitag haben. Herzlichen Dank.